Oh je, deine Verletzung. In den nächsten Waldweg rein. Ich kann schon nicht mehr reden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Lara vom Account Dandy Learns und heute gehen wir ausreiten, denn es hat frisch geschneit und diesen Neuschnee lasse ich mir nicht entgehen. Und somit machen wir unseren ersten Schneeausritt des Jahres. So, und jetzt bin ich auch schon im Stall, habe Dandys Halfter hier und mir die passenden Schuhe angezogen. Das sind Gummistiefel, die innen gefüttert sind und total weich und warm sind, also perfekt für dieses Wetter. Und jetzt gehe ich mal raus auf die Koppel, die sind nämlich hier im Neuschnee schon draußen, und suche den Buben. Da ist auch die Cora. Hallo Mausi. Hi. Ja, der Dandy steht da hinten und frisst noch. Ah, jetzt kommt er auf mich zu. Sie haben, glaube ich, alle die Hoffnung, dass sie ein Leckerli bekommen von mir. Hi, hi, hi. Hallo. Oh je. Deine Verletzung. Ich habe ihn jetzt mal aufgehalftert und wir gehen rein und dann schaue ich mir die Verletzung an. Ich hoffe natürlich nicht, dass das jetzt irgendwas Tragisches ist. Er lahmt jetzt nicht, also ich glaube nicht, aber sicher ist sicher. So, und jetzt sitze ich auch schon am Pferd drauf. Die Verletzung war Gott sei Dank nichts Schlimmes. Der Dandy sitzt hier schon bereit und ich sitze am Reitpad und ja, los geht's. Der Dandy ist mega motiviert, wie man sehen kann. Er trabt ja schon los. Ihm gefällt das richtig gut. Ich werde ihn jetzt nochmal durchdrehen. Sehr gut, fein. Weil wir jetzt am Anfang natürlich Schritt gehen und ich mir mal die Bodenverhältnisse anschauen will. Und dann darf man eventuell auch ein bisschen fetzen. Ich reite heute übrigens mit dem Reitpad, habe hier nicht mal meine Schuhe umgezogen, sondern bin hier mit den warmen Gummistiefeln unterwegs. Aber ich habe das normale Zaumzeug dran gemacht, weil ich nicht weiß, wie gut kontrollierbar er heute ist, weil ihr seht, er ist schon mega, mega aufgedreht. Ich habe mir gedacht, wir gehen heute Dandys Lieblingsrunde. Und zwar geht es hier rechts wieder in den Wald hinein. Diese Strecke liebt er. Nur ist er schon ziemlich übermotiviert. Heute bestimme nämlich ich das Tempo, weil sonst würden wir da, glaube ich, bei der ersten Kurve irgendwie im Schnee liegen, wir beide. Wir sind jetzt im Wald angekommen. Der Dandy ist noch immer richtig heiß. Ich lasse ihn jetzt aber trotzdem. Ja, fein. Ich lasse ihn jetzt aber trotzdem Schritt gehen. Oder was er auch immer macht. Also dieses Tänzeln hier. Und erst dann wirklich bei unserer Galoppstrecke darf er traben und eventuell auch galoppieren. Ich schaue mir die Bodenverhältnisse natürlich an. Jetzt ist er zurzeit einfach sehr, sehr angespannt, wie ihr sehen könnt. Er will Gas geben, er wiehert auch dezent oft. Wundert mich, weil er eigentlich überhaupt nicht an irgendwelche anderen Pferde gebunden ist. Also geht normalerweise total easy vom Stall weg. Aber heute sieht das alles ein bisschen anders aus. Und so sieht diese Galoppstrecke hier aus. Sie ist wirklich durch den Wald, es ist eben. Darunter ist Schotter, also ein guter Untergrund. Und hier geht es eigentlich nur geradeaus. Er geht jetzt relativ entspannt, wie ihr sehen könnt. Das finde ich auch gut so. Deswegen darf er jetzt auch antraben. Ja, fein, ist gut. Ich lasse ihn jetzt einfach mal laufen. Er ist direkt im Galopp. Und gibt richtig Gas, seht ihr, die langsam. So ist er fein. Ja, fein. Sehr gut. Schiri. Super, sehr fein. Jetzt geht es aus dem Wald hinaus, aus dem ersten kleinen Waldstück und über so ein Feld. Ich zeige euch das jetzt gleich, wenn wir um die Kurve kommen. Und zwar sieht das hier so aus. Und ja, übers Feld. Ich weiß nicht, ob wir das schneller machen können. Die Bodenverhältnisse hier sind normalerweise auch recht gut, aber wir schauen uns das mal an. So sieht es hier aus, auch wieder ein elendig gerader Weg rein in den nächsten Wald. Ich glaube, Dandy muss nochmal galoppieren, dass er seine Energie los wird. Das machen wir jetzt hier nach dieser Brücke.
So sieht es hier aus. So ein kleines Bächlein führt hier durch und da geht der Weg noch immer geradeaus. Und da lasse ich ihn jetzt auch wieder ein bisschen galoppieren. Da ist nur links und rechts Wiese. Nice, sehr gut. Und jetzt geht es hier auch ein wenig bergauf. Wir sind jetzt im großen Wald angelangt. Ich lasse ihn da einfach mal machen. Sehr gut. Und dann könnten wir hier noch weiter bergauf gehen. Das ist aber ziemlich steil, deswegen möchte ich, dass er jetzt hier abbiegt. Wow, schaut euch das Winterwunderland an hier. Also unter diesen Bäumen ist tatsächlich noch gar kein Schnee. Ja, was ist denn hier? Aber der Weg ist voll beschneit. Das ist mega schön. Nur jetzt muss Dandy sich konzentrieren, weil wie man hier sehen kann, ist hier zum Beispiel so eine Wasserpfütze unter dem Schnee. Und da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass es uns da nicht auf die Nase haut. Das bedeutet auch unter anderem, dass wir jetzt hier Schritt gehen. Also ich liebe es persönlich ja, im Wald auszureiten. Ich finde das so entspannend, aber man muss bei diesen Schneemengen auch aufpassen, dass eben die Bäume hier nicht umkippen. Dementsprechend habe ich immer ein bisschen den Blick auch so nach oben gerichtet. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir hier raufgehen, diesen Berg. Das ist ziemlich anstrengend, denn die darf aber trotzdem nur Schritt gehen oder diesen Trippeltrab, den er hier hat. Der Weg geht hier rechts weiter. Nein, wir galoppieren nicht drauf. Ein bisschen Schub lasse ich ihm, aber wir fetzen jetzt hier nicht voll rauf. Brav, fein. Sehr gut. Super. Das ist nämlich für die Pferde auch mega, mega anstrengend. Und so kriegt man die überschüssige Energie auch ganz gut raus. Wir sind jetzt hier durch die ganzen Bäume geritten. Dementsprechend ist meine Hose jetzt nass. Aber egal, das war es jetzt wert. Hier ist es so schön. Jetzt sind wir hier bei so einer Gabelung angekommen, denn die möchte schon unbedingt wieder weiter. Ich lasse den jetzt hier auch extra ein wenig stehen. Und wir gehen erst weiter, wenn ich das sage. So sehen wir jetzt schon gut aus. Brav. Das heißt, und komm, vorwärts. Nein, nicht wieder zurück, Dandy. Nicht wieder zurück, da kommen wir nicht mehr runter. So, darüber, genau. Nein. Ich glaube, man kann das hier schon sehen, aber da ist einfach ein Baum umgeknickt hier vorne. Wir schauen uns das jetzt mal an und wenn ich das für halbwegs sicher empfinde, dann springen wir da auch drüber. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich mag das nämlich nicht so gerne, wenn hier, hier diese Äste wegstehen. Da habe ich immer Angst, dass wir hängen bleiben. Deswegen drehen wir um und gehen irgendwo auf der Seite vorbei. So Leute, ich habe mich jetzt hier schon ein bisschen umgesehen, bin auch gerade abgestiegen, aber auf der Seite ist es nicht sicher drüber zu gehen. Deswegen muss ich mir jetzt das mal anschauen, denn die steht, ob wir da so drüber steigen können. Ja, super! Wir stehen jetzt auch schon auf der anderen Seite vom Hindernis. Das heißt, wir haben es geschafft. Es wäre einfach zu risky gewesen, da jetzt irgendwie reinzureiten, weil es natürlich sein kann, dass da Wasserlacken sind, dass wir da irgendwo einbrechen. Unser Ausritt geht weiter und hier seht ihr, was ich gemeint habe mit Einbrechen etc. Ist gar nicht so ungefährlich, deswegen immer schön auf Wegen bleiben. Das geht natürlich nicht nur im Winter, sondern generell. So, wir befinden uns jetzt auf einem etwas befestigteren Weg als davor. Das ist so eine Straße, die durch den Wald führt. Der Dandy hat schon wieder den Speed-Modus eingeschaltet. Jetzt geht es aber zuerst einmal richtig steil bergab. Das schaue ich mir auch an. Es ist grundsätzlich Asphalt und Dandy ist nicht beschlagen. Also normalerweise sollte er hier nicht rutschen. Wenn es mir aber zu gefährlich wird, dann steige ich auf jeden Fall auch wieder ab. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende des Berges und reiten auch gleich wieder hier in den nächsten Waldweg rein. Ich kann schon nicht mehr reden. Hier ist auch wieder so Gebüschwerk, das umgebrochen ist, mehr oder weniger. Aber hier kann man gut vorbeilaufen, das ist kein Problem. So, ich bin jetzt wieder abgestiegen, weil wir den großen Berg wieder zurück runter mussten. Und das war mir dann doch ein bisschen too much. Also ja, Winterausritte sind sehr, sehr schön.
Bergen aber auch so ihre Gefahren. Da muss man wirklich gut abschätzen können, ob man das möchte oder nicht. Es ist also nicht immer nur extrem romantisch, aber natürlich trotzdem wunderschön. Fein, Dandy. Und das war's jetzt auch schon wieder mit dem Ausritt-Video. Für Dandy und mich geht's jetzt zurück in den Stall. Ich latsche da einfach so mit ihm mit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und folgt uns gerne auch auf Instagram als Unterstützung. Das würde mich sehr, sehr freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.